Herzlich willkommen zum siebten Teil meiner Serie zum Thema Mathe-Kursstufe und diesmal machen wir was zu Parametern. Ja, das sind dann die sehr anspruchsvollen Aufgaben im Abi, aber ihr werdet sicher gleich sehen, dass das Ableiten von den Dingern eigentlich kein Stück komplizierter ist wie das normale Ableiten. Und zwar machen wir jetzt hier mal eine Parameterfunktion. Parameter sind einfach Zahlen, die Buchstaben, die jede Zahl annehmen können. Im Prinzip ist x auch ein Parameter, nur das ist unser Funktionsparameter. Das heißt, wir haben ja auf der x-Achse, die heißt ja schon so, haben wir unendlich viele Möglichkeiten für x. Und rein theoretisch haben wir hier den Parameter t drin und auch unendlich viele Möglichkeiten für t. Nur t ist nicht unser Funktionsparameter, sondern ein extra Parameter. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie sowas aussehen könnte. Sagen wir einfach tx². Dann gibt es unendlich viele Funktionen, die in Abhängigkeit von t immer unterschiedlich aussehen. Also ich habe hier mal x² für euch. Das sieht dann so aus. Lasst euch nicht irritieren. Das ist einfach hier jetzt mal die Funktion. Und jetzt sage ich, t ist, also in dem Fall wäre jetzt t1, hier steht ja rein theoretisch einmal vorne dran. Und jetzt sage ich hier, t ist 5. Dann zeigt es mir hier eine anders skalierte y-Achse an, die geht jetzt nämlich bis 20, davor ging sie nur bis 4, glaube ich. Ja, bis 4. Und ihr seht, das ist eigentlich schon wieder eine andere Funktion. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Gebt einfach mal in euren GTR so viele Werte für t ein, wie ihr gerade euch ausdenken könnt. Dann werdet ihr sehen, ihr kriegt jedes Mal eine andere Funktion raus. Aber da wir mit t nicht richtig arbeiten können, mit dem GTR, weil wir ja immer einen konkreten Wert reinmachen können, weil es gibt ja unendlich viele Funktionen mit diesem t drin, können wir es nur rechnerisch ableiten und alles. Das ist eben der Trick bei der Sache. Ihr schaut einfach immer, was steht in der Klammer. Das ist das Wichtige. Nicht, was ist hier unten, das müsst ihr natürlich auch wissen, aber was steht in der Klammer? Danach wird abgeleitet. Der Rest bleibt einfach wie eine normale Zahl. Sagen wir, ich habe jetzt hier für t 5 stehen. Was würde denn dann passieren? Dann hätte ich hier die Funktion 5x². Und wenn ich die ableite, kommt 2 mal 5x hoch 1, also kann man weglassen, macht 2 mal 5x. Ja? Wenn ich jetzt hier statt dieser 5 eine 10 hinschreibe, dann hat sich einfach mein t verändert und ich kann hier einfach eine 10 hinschreiben. Und das kann ich eigentlich für jeden Wert hier vorne machen. 0,5 geht genauso. Dann hätte ich jetzt hier halt 2 mal 0,5x. Das heißt, ersetze ich dieses 0,5 durch t wieder, kann ich einfach hier das t stehen lassen. Das ist einfach ein stinknormaler Faktor. Das ist also gar nicht schwer. Ihr lasst einfach das t stehen, als wäre es irgendeine Zahl. Nur kein x. Ihr müsst es nicht ableiten. Also einfach, oh, das war mein Handy gerade, also einfach hier 2 mal tx stehen lassen. Jetzt ist es natürlich eine relativ einfache Funktion. Sagen wir, ich habe Sinus von x. Da ist noch kein t dabei. Jetzt haben wir hier, hauen wir das t hier vorne dran, t mal Sinus von x. Dann ist unsere Funktionsableitung. Erstmal sagen wir, wir lassen den Faktor stehen. Das ist ja wieder mal nur ein Faktor, den wir einfach stehen lassen können. T mal und Sinus von x abgeleitet gibt Cosinus von x. So, und dann haben wir schon die Ableitung davon. Das ist ja nicht so schwer. Jetzt, was machen wir, wenn unser t da drin steht. Schreck. Dann haben wir eine verkettete Funktion. Weil hier drin, das kann jetzt 5x sein, das kann 10x sein. Wir behandeln das jetzt einfach als verkettete Funktion. Und sagen, dazu muss ich allerdings erst noch kurz was hier wieder einfügen. Die kennt ihr ja schon, diese verkettete Funktion mit u von x.
Und ach, das ist immer verschwinden muss. V von X. Falls ihr sie noch nicht kennt, schaut euch die anderen Videos bei mir an. Abonnieren könnt ihr da oben. Zum Kanal kommt ihr genau gleich, fast gleich. Klick gleich neben dran. Also U von X ist die äußere Funktion. Ist der Sinus von X. Und V ist T mal X. Also unser Parameter mal X. Sieht erstmal total einfach aus. Macht aber nichts. Lieber ein bisschen zu ausführlich als zu wenig. Und die Ableitung davon, U' von x ist gleich, ihr habt es erfasst, Cosinus von x. Ah ja, das halt hier unten hin, macht auch nichts. Und die Ableitung von v ist hier die Hochzahl von dran schreiben, x hoch 1 steht hier ja immer. Das kann man sich ja immer wegdenken. Also einmal dann t bleibt stehen, ist ja eine Zahl im Prinzip. Also wird wie eine Zahl behandelt. Wenn es t hier in der Klammer stehen würde, dann müssten wir das x wie eine Zahl behandeln, aber t steht nicht in der Klammer. Deswegen nicht. Und hier ist ja jetzt x hoch 1 mal x hoch 1 steht hier und hier müssen wir jetzt dann machen 1 minus 1 ist x hoch 0, x hoch 0 ist 1, also kann man es einfach weglassen. Einmal macht auch keinen Sinn, deswegen schreiben wir einfach nur t. Soweit so gut. Das heißt, wenn wir hier jetzt t mal x oder auch tx stehen haben und einfach als Ableitung t raus, war ja schon vorher so. Und das heißt, unsere Funktion hier ist erstmal der Cosinus, also die äußere Funktion abgeleitet, mal tx mal die innere Funktion abgeleitet t. Ja, das war's schon. So ist eine verkettete Funktion mit einem Parameter abgeleitet. Ihr könnt euch einfach denken, dieses t ist 5 oder 10 oder sowas. Und das dann so behandeln, als wäre es eine 5 oder eine 10. Wenn wir jetzt aber hier, und da muss man immer gut Acht drauf geben, wenn wir diese Funktion nicht nach x, sondern nach t ableiten sollen, dann müssen wir das überall ändern. Das ist hier Sinus von t, Sinus von t, hier haben wir v von t, und hier wird es dann jetzt tricky. V' von t, da müssen wir das t ableiten. Das hier mache ich mal weg, dass es nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Da muss x hin, weil ja x unser Parameter jetzt ist. Kann passieren, dass die euch reinlegen wollen. Deswegen zeige ich es euch jetzt. Die sind nämlich da nicht gerade zimperlich. Vor allem die Mathelehrer nicht. So, jetzt müssen wir hier nach t ableiten. Das heißt, die Hochzahl von t vorne dran schreiben. T ist ja einfach t hoch 1, also einmal, dann x ist unsere, wird wie eine Zahl behandelt, also nehmen wir an, x wäre 5, dann schreiben wir einfach hier 5 hin, so schreiben wir jetzt das x hin, und dann t, unser Parameter, unser Funktionsparameter, t hoch 1 minus 1, wir müssen ja die Hochzahl um 1 verringern, also mal t hoch 1 minus 1 ist t hoch 0, ist 1, also theoretisch mal 1, aber mal 1 kann man weglassen. Sieht eher aus wie ein Smiley als eine Funktion. Deswegen kommt dann hier v' von t ist gleich x raus, ja? Das ist eben das Verwirrende. Man muss immer gut gucken, was in der Klammer steht. Und das ist auch der Hauptfehler, weil die einen wirklich einfach nur reinlegen wollen. Die sind total fies, also lasst euch nicht kriegen. Denkt immer dran, ihr schafft es, ihr seid besser als sie. Das heißt, wenn wir das hier jetzt hinschreiben, haben wir Cosinus von t mal x bleibt erstmal stehen. Plus mal, tut mir leid. Mal, und jetzt die innere Funktion, also t mal x, hier, t mal x auf t, abgeleitet ist x. Und hier habt ihr wirklich das t in der Klammer stehen, das x hier unten stehen. Nicht umgekehrt. Gut, falls soweit Fragen
sind, schreibt einfach in die Kommentare. Falls ihr noch mehr zum Thema Parameter wissen müsst, wissen wollt, lasst es mich auch einfach wissen. Dann schaue ich, dass ich da euren Wünschen nachgehe. Und ja, genug gelabert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.